Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel der Family Thompson Let's Play. Mit dem Namen, wie die zweite Staffel jetzt genannt wird, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Wenn du da eine Idee hast, schreib's gerne in die Kommentare. Ich bin um jeden Tipp wirklich dankbar, weil ich wüsste sonst nicht, wie ich's nennen soll. Ganz ehrlich gesagt. Ja, du siehst, die Süßen sind schon wach. Oh Gott, der Blähbauch ist immer noch so dick. Oh Gott, ich kann, da kommen da immer noch nicht drauf klar. Ein paar haben gesagt, dass das. Hä? Wieso kannst du nicht duschen gehen, Schnuggi? Hä? Ja, und bevor ich jetzt hier was mache, die Emmy hat ihre allererste Periode. Ja, und falls du relativ neu auf meinem Kanal bist, ich habe die Challenge Runaway Teen Pregnancy Challenge gestartet. Die Apple ist schwanger. Also man hat noch nichts gesehen. Auf die Insel gekommen, hat das Häuschen gegen ihren Schmuck getauscht. Also die ersten, ja, ein, zwei Folgen sind schon, finde ich, sehenswert, auch wenn die Qualität noch nicht so gut ist. Aber um einfach den Hintergrund so ein bisschen zu erfahren, was so abgeht. Und ja, dann war noch eine Frage, wie die Emmy eigentlich mit vollem Namen heißt, weil ich der ihren Spitznamen immer verwende. Und zwar heißt die Emmy Emerian Hope Thompson. Das ist eine relativ lustige Geschichte, wie der Name eigentlich zustande gekommen ist. Hope hat mir jemand in die Kommentare geschrieben. Es tut mir leid, ich weiß es mittlerweile nicht mehr, wer das war. Ich habe das dann abstimmen lassen. Und Emerian ist so entstanden, mein Freund und ich spielen Guild Wars 2. Das ist auch so ein bisschen mit Fabelwesen und dann machst du da so verschiedene Karten, arbeitest du ab und hast dann auch irgendwann so einen kleinen T-Rex, beziehungsweise so einen kleinen Raptor, oder du hast so einen Hüpfhase, also richtig cool gemacht. Und wir hatten halt, brauchten halt einen Benutzername und wie auch so eine Seite, wo du dir die dann generieren lassen kannst. Ich starte mal nebenbei den Timer, bevor ich wieder zu lange spiele. Ich da durchgezippt, habe gar nichts eingegeben. Auf einmal stand da Emiraine. Und den habe ich auch direkt für mein Spiel genommen, also für meinen Benutzername in dem Spiel. Dann habe ich so ein bisschen mit dem A, mit dem I, habe das einfach getreten. Daraus ist dann Emirian halt irgendwie entstanden. Ich hoffe, das ist, ja, also für mich ist es korrekt ausgesprochen. Und ich finde den Namen so, so schön. Und ich dachte halt für die Emmy als vollen Namen so ein bisschen außergewöhnlicheren zu nehmen. Emirian Hope Thompson. Aber halt halt Spitzname halt Emmy. Und ich finde, das passt total gut. Ja, das noch zu ihrem Namen und. Falls du relativ neu auf dem Kanal bist. Ja, und ja, wie gesagt, die MG, die erste Periode. Ich habe sie schon soweit versorgt. Und irgendwas ist wieder hier total dreckig. Das stinkt wahrscheinlich. Ja, die Apple davor hat mal Wäsche waschen, beziehungsweise vielleicht der Shane. Ich lasse die jetzt mal kurz ihr Ding machen, weil ich noch ein bisschen was kurz erzählen wollte. Ja, wie du gesehen hast, habe ich dir am Anfang von allen Teenagern die Bilder eingefügt, wie sie jetzt aussehen, weil sie so an Kleidung gekriegt haben. Da habe ich auch noch mal von der Emmy ein Bild eingefügt, dass du sie noch mal live in Anführungsstrichen siehst. Habe die Haare auf jeden Fall geändert, weil mit den Einhaaren irgendwas nicht gestimmt hat. Frag mich nicht wieso. Ich habe sie noch im Spiel, im Cast funktioniert alles super. Geht man ins Spiel, bumm, sieht's komisch aus. Keine Ahnung wieso, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe, ob ich was vergessen habe. So, was macht der Shane? Jetzt muss ich kurz gucken. Ah, du guckst jetzt Fernseher. Ja, okay, gut. Emmy, hast du Hunger? Dann darfst du im Anschluss hier was essen, weil du hast gleich Schule. Nicht vergessen, Emmy hat heute ihren ersten Schultag. Und die Mami schläft noch. Genau, ihre Outfits hast du ja im letzten Video gesehen. Dann habe ich hier kurz geguckt. Ja, wie du siehst, wir haben eine Mordskohle auf unserem Haushaltskonto, weil der Shane ja eingezogen ist und durch das Haus verkauft. Dann habe ich sein Inventar, also das Haushaltsinventar, leer gemacht. Heißt, wir können uns das neue Haus jeden Fall leisten. Aber ich habe es nicht übers Herz gekriegt, jetzt schon in der Folge. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, sei gespannt, vielleicht sind wir schon im neuen Haus. Aber ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, weil guckt euch an, wie das Haus vorher aussah, wie das jetzt geworden ist. Und ich finde es so, so schön. Genau, dafür habe ich aber den beiden. Jetzt ist unsere Wäscheleine schon wieder kaputt, das kann nicht wahr sein. Ich habe ja das Haus, Baumhaus jetzt abgerissen, habe die Sachen verkauft, habe der Emmy ihr Zimmer ein bisschen, ein ganz kleines bisschen umgestaltet. Ja, sie hat halt die
Okay, jetzt mach ich mal Pause, jetzt sind sie alle wach, bevor jetzt irgendwas passiert und es nicht mitkriegt. Ja, sie hat halt nochmal eine Pflanze gekriegt, ein paar andere Poster, ein paar Magazine, Bücher, dieses von Wellness Pack, dieses Set. Ja, mal die Blümchen. Die Spielsachen sind halt weggekommen. Auch dieses Schnickschnack. Ich habe ihr eine andere Tapete gegeben. Hier hat sie. Jetzt macht meine Maus wieder irgendwas, was sie nicht soll. Hier haben wir halt die Bilder und ihre Geburtsurkunde, die ihr der Arzt rein theoretisch zugeschickt hat. Kalender, die Poster. Und hier habe ich ihr das hingemacht. Ja, Lucy, Thema Lucy, komme ich noch drauf zurück. Ich mache jetzt Pause. Ich versuche das jetzt schnell abzuwickeln. Garten. Die Packs habe ich alle geöffnet. Und auch ein paar Sachen angepflanzt. Und zwar die Christrosen und Schneeglöckchen. Ich glaube, genau hier sind die Christrosen. Unsere Palmis sind wieder da. Oh, sieht das schön aus, wenn das alles blüht. Oh, ich freue mich schon, wenn wir das abernten. Also ich werde heute den Garten wahrscheinlich noch nicht abernten, weil wir haben ja zigtausend Simoleons. Wir kriegen auch locker 30.000 übrig, bleiben übrig. Aber ich habe schon gesagt, dass ich denen das Haushaltsgeld wieder auf wahrscheinlich so 200, 300 Simoleons runtersetze, weil das einfach viel zu viel Geld ist. Und durch den Garten und der Shane soll ja dann auch arbeiten gehen. Ja, kriegen wir das hin. So, dann lasst mich kurz mal gucken. Miss Simi habe ich erwähnt. Emmy geht gleich zur Schule. Ich wollte dann, während die Emmy in der Schule ist, was mit den beiden machen, mit unseren beiden Pärchen. Und ja, ich habe irgendwas vergessen. Ja, in der letzten Folge ist unsere kleine Maus gealtert. Ich darf sie eigentlich nicht mehr kleine nennen, weil sie ist ja jetzt ein Teenager. Ich versuche mal ran zu zoomen. Ich finde, sie sieht eins zu eins aus wie ihre Mama. Hallo? Batti? Was ist schon wieder? Wirklich, wenn man ihr so ins Gesicht guckt. Okay, jetzt musste ich kurz mal jetzt. Oder sagt mir das bitte mal, sie sieht doch eins zu aus. Oh, oh Gott. Also ich glaube, das liegt echt daran, dass die April ein bisschen mehr auf den Rippen hat und dass der Bauch dadurch so dick ist. Aber ich finde, sie sieht aus wie ihre Mami, wenn man so guckt. Also ich bin total begeistert von ihr. Ich freue mich auch so, sie jetzt aktiv richtig zu spielen. Ja, ich habe hier mir noch so ein paar Notizen gemacht. Ich wollte der Emmy noch zum Geburtstag irgendwie nachträglich ein Geschenk organisieren von Shane und April. Und rein theoretisch, die Lucy soll sie ja als eines der Geschenke entweder Weihnachten oder Geburtstag kriegen. Mit dem Martin werden wir das Gespräch dann auch nochmal führen. Aber ich weiß nicht, Emmy, ich will ja nichts sagen, aber wir haben 7:15, du musst zur Schule. Das mache ich jetzt noch schnell. Wo ist er, der gute Kerl? Nee, das ist nicht hier. Weil ja eigentlich so gut wie kein romantischer Beziehungsbalg mehr vorhanden ist, ob wir das wirklich machen sollen, dass sie wirklich nur Freunde bleiben. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob das Sinn macht, weil ich kenne mich da leider nicht so aus. Aber ich würde jetzt sagen, die Apple holt sich was zu essen, sehr gut. Ausgeschlafen sind sie alle. Ich bin happy, genau. Und da das Baumhaus ja weg ist, jetzt habe ich es wohl vergessen, habe ich ihnen dieses schicke Teil hier gebaut. Ich finde es super schön, weil ich jetzt auch wollte. Was ist los, Apple? Der ist übel. Okay, das geht ja noch. Du machst deine Hände. Du musst dann. So, die Emmy ist zum ersten Mal in der Schule. Und ihr Schulprojekt. Yes. Geil. Ich bin schon gespannt. So, Shane. Dann würde ich sagen, Apple, du bist auch ein bisschen hohl. Darf ich das mal so sagen? Da steht frisches Omelett, was du zubereitet hast. Du holst das Kind. Muss ich nicht verstehen. Dann geht der Shane jetzt auf Toilette. Und dann würde ich sagen, dass der Shane unsere Leine. Oh, das ist so geil, dass ich den jetzt steuern kann. Das ist cool. Ja, habe ich das hier gebaut. Auch, dass sie sich am Lagerfeuer romantisch hinsetzen können. Ach, ich freue mich ja so. Und ich finde es recht süß. Also, mir gefällt es total, wenn ich das so sagen darf. Und ja. Ich möchte nämlich eigentlich ein paar Sims einladen, wenn die Emmy dann aus der Schule ist. Aber wir gucken jetzt erstmal kurz nach den Pflanzen. Irgendwas hat wieder geblinkt. Ah, das kann nur die Apple weiterentwickeln. Auch gut. Dann machen wir das doch mal schnell.
Weiterwickeln unsere Palmchen, wie cool. Ach, ich liebe unseren Garten. Ich liebe ihn. Ja, April. Ja, ich dachte, dass wir vielleicht diese Folge. Oh, jetzt macht der Shane einfach die Wäsche. Ich wollte zwar, dass er die Wäscheleine repariert, aber okay. Danke, mein Schatz. Finde ich supi. Hä? Was gehen jetzt schon. Oh. Was ist denn das jetzt wieder für ein Käse? Huh, jetzt macht die Maus sich wieder selbstständig. Warum willst du das nicht machen? Dann setzen wir die einfach ein Stück rüber. Papam. So, Shiny Boy. Da du die ja jetzt reingeschmissen hast, können wir die nicht mehr richtig waschen, gell? Hey, stopp, 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 mein Schatz. Wieso hängt da jetzt Wäsche drauf? Also ich schnall sie so, ich klicke jetzt einfach mal auf Reparieren. So, meine April, wie schaut's bei dir aus? Aufräumen bitte. Da müsstest du dringendst pieseln. Und Shane, du willst heute nicht so, wie ich es möchte, gell? Kann das sein? Kann sein, ja. Kann man Objekte auch zurücksetzen? Ja. Dann machen wir das jetzt mal so und versuchen es jetzt erneut. April hat die Delle vergessen. Bringen zu. Ja, die Wäscheleine ist voll. Ich schnall es wirklich nicht. Ich verkaufe die jetzt und kaufe eine neue. Wo ist sie? Da. Ich hoffe, da kommt er jetzt ran. Shady Boy. Ich finde es ja super süß, dass du alles von alleine machst. Aber gönnst du vielleicht kurz Pause machen und das machen, was ich will? Ja, April. Die ist übel, gell? Okay, was ist jetzt hier ab? Kämpfe. Ein Lehrer musste heute auf dem Flur einen Streit zwischen Emirian Hope und den anderen Schülern schlichten. Dass die beiden sollen das unter sich klären. Niemand ist verletzt worden. Dann ist ja alles gut. Ich will eigentlich jetzt das gar nicht anklicken. Es kommt natürlich auch darauf an, wer den Streit angefangen hat, aber ich würde das jetzt hier klicken, weil es macht beides nur die Konfliktlösung und solange nichts passiert ist. So, April, dann würde ich sagen, darfst du mal hier. Du fühlst dich zu unwohl. Och Mann, April, Babybama. Ihr Bäuchlein ist sowas, machst du jetzt, mein Schatz? Ah, du babbelst mit deinem Schatz. Okay. Dann darf der Shamer hier das Wasser tauschen. Das ist wahrscheinlich jetzt klatschnass und dreckig, oder? Ja, benutzt und klatschnass. Shane, es tut mir leid. Das darfst du später dann scheinbar nochmal waschen. Ja. Und ich wollte ja mit denen jetzt was unternehmen eigentlich. Euer Shane, aber auf sauber. Aufwischen geht nicht. Ah, das ist draußen. Und bei ihr ist so unwohl. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Ja, ich würde sagen, wir versuchen das jetzt einfach mal, auch wenn es nur ein kurzer, kurzer Ausflug wird. Ich wollte nämlich nach Windenburg. Genau, da wohnen ja jetzt der Martin und die Ina. Und jetzt muss ich gucken. Ich wollte nämlich mit den beiden ins Café. Was ist das? Nachtclub? Bibliothek? Ruinen? Ah, genau, da habe ich die Kirsche hingesetzt. Sollen wir das Café nehmen? Ja, komm, wir gehen in das Café. So, M. Mama telefoniert und will reisen und nimmt bitte ihren Schatz mit. Mama, ich weiß, es ist nicht mehr so kalt, aber du bist ein bisschen zu kalt, zu frisch angezogen. So, Mama. Hallo Betty, was machst du schon wieder? Betty! Hör auf! Es wird nicht auf die Regale gesprungen. Mann! So! Dann würde ich doch mal sagen, was macht ihr jetzt? Ihr babbelt. Okay, dann babbelt ihr mal. Och, ist das ein schönes Café, oder?
Dann würde ich mal sagen, kommt ihr mal hier zusammen hier hin. Dann könnt ihr euch was bestellen. Essen bestellen, was gibt's denn? Zum hier essen. Schokobrötchen. Und was nimmst du, mein Schatz? Du kriegst ein Croissant. Das ist doch schön. Ach, April. Genau, ich wollte jetzt nochmal gucken, was da steht. Drittes Trimester in 2 Tagen. Wow. Jetzt habe ich schon extra auf 7 Tage gestellt mit dem MCC. Und sie ist trotzdem schon fast wieder so weit und entbindet. Das ist der Hammer, ehrlich. Du bist wieder mit deinem Bienchen verbündet. Das hatte ich mir schon gedacht, mein Schatz. Und du willst sie einsammeln? Und ein Date planen, okay. Entschuldigung. Nee, das ist doch Shay, oder? Haben die beiden ein kleines Date? Emmy, ich denke, du darfst dann ab 12 Uhr vielleicht Freundschaften schließen. Vielleicht treffen wir ja nämlich den Lexus in der Schule, weil den brauchen wir ja irgendwie noch. April, du weißt schon, dass Shane zu deiner Linken sitzt, gell? Willst du schon wieder Essen bestellen? Wieso willst du schon wieder Essen bestellen? Hier. Kannst du mal eine lustige Geschichte erzählen? Kann er mal dein Baby, beziehungsweise euer Baby fühlen? Es ist ja nicht nur dein. Ich hoffe jetzt echt, dass es nicht zu laut ist für euch. Ich hatte ja Mikro und Lautstärke ein bisschen höher gestellt. Heiratsantrag, Mann. Also, das dauert nur ein bisschen, bis die heiraten, die Süßen. Oh, Dolphus Revuda. Ach, Mama April. Ach, ihr Süßen. Oh, ich bin so verliebt in euch zwei. Ich weiß, ich habe es letztens schon mal gesagt, aber ich liebe diese beiden einfach. Ich liebe sie einfach. Ja, gell? Ich bin echt mal gespannt, ob es eins wird, ob es zwei wird, ob es ein Junge wird, ob es ein Mädchen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich gespannt. Also in dem neuen Haus habe ich jetzt nur ein Kinderzimmer, also für ein Baby. Dann müssen, wenn es wirklich zwei werden, muss ich nochmal umbauen. Aber sobald die ja dann noch klein sind, geht es ja, wenn die dann auch in einem Zimmer wohnen würden. April, ich weiß, Rücken, aber Shane Boy steht. Shane, willst du dich nicht hinsetzen? Komm hier ganz dich hinsetzen. Was hat denn jetzt? Jetzt steht die April wieder auf. April, was machst du? Getränk bestellen. Ah ja, okay, dann bestell dir ein Getränk. Und dann kannst du dich hier neben deinen Schatz setzen. Da ist wieder so ein Star. Ich mach mal wieder die Wandhunde. Wo ist er jetzt hin? Da. Kann man das nicht ausstellen? Gucken, Rumglanz ausschalten. Ich nerv das nämlich, wenn ich ehrlich bin, wenn die da immer so rumleuchten. Heidi, Witzka, ist hier was los, ey. Wollt ihr euch nicht hier zusammen hinsetzen? Oder habt ihr eure Ruhe? Und da ist wieder nichts. Paparazzi. Und die Ina ist ja da, das sehe ich ja eben erst. Hallo Ina. Ich finde ihre Frisur so schön. Nein, Süßen. Dann könnt ihr mal hier über Interessen reden. Das könnt ihr noch mal nach deinem Bindungstermin kannst du auffragen. Kompliment machen. Über neueste Spiel ist dein Kaffee oder was du dir bestellt hast jetzt schon da? Jo. Euch nicht. Ach, ihr Süßen. Das sieht richtig schön. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Bilder da vorne machen. Das sieht ja schick aus. Das sieht schön aus, ihr Süßen. Könnt ihr denn da hinlaufen? Mal ein bisschen hier raus. Och, also Windenburg ist wirklich schön. Von allen Städten, die ich jetzt so kenne, das Shane geht gerade Hände waschen. Oder wir gehen hier hin und machen ein Foto. Ja, komm. Und dann ist auch schon wieder so weit. Ach, ich wollte die Emmy doch Freunde finden lassen. Hier, mein Schatz, hab ich meiner wieder vergessen.
Mama, mach schön langsam mit deinem Bäuchlein, gell? Ihr könnt mir auch gern mal in die Kommentare schreiben, ob wir das Baby wieder zu Hause entbinden sollen oder ob wir diesmal ins Krankenhaus reisen. Ich weiß es nämlich nicht, was besser ist. Foto machen mit deiner Süßen, bitte. Ich hoffe, dass ihr jetzt... Er geht die falsche Richtung. Na egal. Immerhin ein süßes Foto. Ach, ihr Süßen. Ja, der Apple habe ich auch diesen neuen Lippenstift gegeben, den ich habe. Was? Er ist gelangweilt. Okay. Shane. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, reisen wir wieder zurück. Und die Emmy kommt ja gleich. Und dann können die beiden noch ein bisschen was zu Hause erledigen, weil... Ja, wir müssen ja dann auch so langsam unsere, doof gesagt, unsere 7 Sachen packen. Weil ich wollte eigentlich schon in der nächsten Folge dann in dem neuen Haus spielen. Dass wir es uns auch ein bisschen einrichten, dass wir wissen, wo was ist. Schon mal alles vorbereiten, wenn die Geburt dann losgeht. Wir haben Rechnungen gekriegt. Okay, Shane, da du ja jetzt ein Haushaltsmitglied bist... Okay. Okay, wieso sind die auf einmal so hoch? Ist das, weil ich so viel Dekokram auf einmal drin habe oder ist das wegen den Pflanzen? Naja, okay. Ich denke mal, durch unseren Garten kriegen wir immer für den Rechnungstag dann... Aber er ist echt gelangweilt? Okay. Naja. So, Shane. Da der Shane... Verabredet bin, das müssen wir dann auch noch machen. Ja, ich hatte mir meine Gedanken gemacht, was Shane machen soll, weil ich hatte für die Apple gesagt, dass sie ja nicht arbeiten geht, dass sie sich über das Malen, später wenn sie einen PC haben, dann vielleicht auch ein paar Bücher schreibt, um sich um ihren Garten kümmert. Dadurch, dass eigentlich so ihre, oder auch Muscheln sammelt, dass so die Geldeinnahmequellen sind und der Shane eigentlich einen Job kriegt, wo wir ihn auch aktiv begleiten können. Und das gibt es ja dann nur 3 Stück. Wissenschaftler, Arzt und Polizist. Und ich dachte mir für den Shane, ich denke, Arzt ist vielleicht ein bisschen too much. Aber vielleicht Polizist. Deshalb würde ich sagen, darf der Shane sich jetzt mal einen Job suchen. Was macht unsere gute Maus? Mausi liest. Okay, Apple, du musst bald aufs Klo. Denk dran, nicht, dass du dich einpieselst. Das vergesse ich nämlich so gerne. So, wo ist es? Hier ist Polizist. Genau, er kriegt 52 Simoleon Stundenlohn, muss dienstags bis samstags arbeiten, also hätte er montags frei, finde ich schon mal cool. Und 9 bis 18 Uhr, okay, das ist ganz schön lang, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, aber das ist alles? Okay, das ist alles so lang, haben die das geändert? Ich dachte, das wäre vielleicht so bis 15 Uhr nur. Hm. Naja, okay. Er wird am Dienstag, also morgen um 9 Uhr, beginnt sein Tag. Wie cool. Vielleicht machen wir da den ersten Tag auch schon aktiv mit. Ich weiß es noch nicht. So, Mama April, du könntest mal deine Bienchen einsprühen. Sie hat ein Schulprojekt mit nach Hause gebracht. Okay. Das? Gibt's das wirklich? Die Emmy ist jetzt schon 2er Oberschülerin mit ausgezeichneten Leistungen. Liegt es daran, dass sie als Kind so gut war in der Schule? Ich schnall's einfach nicht. Hallo Emmy Maus. Ja, Emmy. Dann. Du hast jetzt keinen getroffen. Ja, dann kannst du mal den Ben einladen. Die Ellie, da seht ihr den nämlich auch mal alle live. Die. Yuki, den Leo, Chaka. Und den Nexus kennen wir leider noch nicht. Leider, leider. Leider, leider, leider. Och nee, jetzt haben die Bienchen die April gestochen. Das finde ich jetzt nicht so geil. Du möchtest tanzen. Ellie wird gleich da sein, finde ich schon mal gut.
So, April, du musst pieseln. Bitte schön, mein Schatz. Und möchtest du dann kurz mal hier rumschwimmen? Was macht der Shane? Der Shane guckt Fernsehen. Ich bin ehrlich, ich weiß im Moment nicht so, was ich mit dem Shane machen soll. Weil ich die ganze Zeit nur die April und die Emmy hatte, um denen irgendwas zu sagen. Kann er denn nicht irgendwas im Garten machen? Kannst du nicht jäten? Doch, jäten. Hier, bitteschön, mein Schatz. Dann jäte du mal unseren Garten. Yuki wird gleich da sein. Das finde ich schon mal gut. Ist jemand schon da? Yes. Dann hier einmal zur Runde hinzufügen. Zur Runde hinzufügen. Und zur Runde hinzufügen. So, dann zeige ich dir euch jetzt hier auch nochmal live. Also, hier die junge Frau, die rechts steht und gerade ein bisschen traurig guckt. Das ist die Elli. Ich finde, sie ist super schön. Ich habe ihr Sommersprossen gegeben, weil ich glaube, sie hatte keine. Und sie hat so den Kleidungsstil gekriegt, so ein bisschen lässig, sportlich. Fand ich ganz cool. Und natürlich dieses schicke Oberteil. Ich finde das so süß, es hat gepasst. Dann haben wir unsere süße Yuki, die gerade den Kopf nach unten macht. Jetzt hat sie die Augen zu. Hallo? Hey, Ben. Willst du jetzt Sport machen? Scheint so. Das ist der Ben, den habt ihr ja auch gestern. Gestern, sag schon, in der letzten Folge gesehen, beim Geburtstag, Schnuggilein. Denn ich werde jetzt auch gleich ein bisschen was vorführen und experimentieren. Das ist die Yuki Mia. Oh, die ist voll traurig. Och, Baby, was ist los? Ja, sie hat, ich finde diesen Rock, es sieht aus wie ein Kleid, aber das ist nur ein Oberteil und nur der Rock, nur das sieht total zusammen irgendwie aus. Ich finde es total süß. Sie hat so schöne Augen. Leider sieht man das jetzt nicht so, aber sie hat diese lila Augen von ihrer Mami gekriegt. Ja, der Ben macht jetzt einen Abflug. Ah nee, der Ben und der Leo müsste jetzt gleich kommen. Dann würde ich sagen, könnt ihr euch mal alle hier zusammen hinsetzen. Mama war auf Klöchen. Sehr gut, Mami geht dann schwimmen. Ich hoffe, Mami ertrinkt nicht. Das wäre nämlich nicht schön. Und da ist Schnucki Boy. Ups, 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 ups. Ich und die Kameraführung ist der Leo. Ja, richtig gehört, Leo. Von Zoe invited Wyatt, das Kind. Ja, und ihr seht richtig, er hat ein Piercing gekriegt. Ich fand, das sah nämlich so cool aus. Er ist richtig die Sahneschnitte, finde ich, so wie genauso wie Ben. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das jetzt so ablaufen wird. Da müssen wir den aber noch einfügen in die Runde. Dass die dann alle zusammen was machen können. Zur Runde hinzufügen. Ich wollte, dass die sich alle hier hinsetzen. Jetzt er bringt erstmal den Müll raus. Auch gut. Hä? Auch könnt ihr euch da jetzt nicht hinsetzen, oder was? Das darf ja jetzt nicht wahr sein. Ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert. Ja, Shane sagt, hallo Leute. Immer schön artig bleiben. Okay. Jetzt, oder? Jetzt funktioniert es. Perfekt. So soll das sein. Oh, okay, einer fehlt. Stopp. Oh, Leute, könnt ihr jetzt sitzen bleiben, bitte? Und dann könnt ihr hier einladen abzuhängen. Zack, 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 zack. Und Shane, hast du dich um den Garten gekümmert? Sieht so aus, oder? Ja. Gut. Ja, was soll ich jetzt mit dir machen? Willst du auch ein bisschen schnorcheln? Ja, komm, kannst ein bisschen schnorcheln. Ich weiß nämlich gerade wirklich nicht, was ich mit ihm machen soll. Deshalb freue ich mich auch schon aufs neue Haus. So, jetzt lasst mich mal auf meinen Zettel spicken. Okay, so. Ben. Anna ist wieder in Kuppelstimmung. Hä? Okay, müssen die erst alle miteinander quatschen? Dann hier. Dam, 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 dam. Ah, nee, Mama nicht, ihr vier. Müssen die sich erst kennen? Ich dachte, kann man Teenager nicht untereinander verkuppeln?
Und da geht das nur bei dir. Wir testen das jetzt einfach. Ah ne, mit Ellie möchte ich sie nicht verkuppeln. Eigentlich. Voll mit. Okay, die Ellie. Hä, ich schnall's nicht. Na, okay. Mama schwimmt. Wie cool das aussieht. Wie cool das aussieht. Geil. Das ist ein schönes Foto. So als Abschluss. Der letzte Tag im Haus. Und Emmy hat schon wieder Hunger. Hier könnt ihr nochmal eine Geschichte erzählen. Vielleicht geht's ja jetzt, dass wir ein bisschen Kuppler spielen. Nee, immer noch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wirklich. Wieso geht das nicht? Da geht es nur als junger Erwachsener. Das wäre aber dann blöd. Nee. Ach, Menno. Shane schnorchelt. Apple schwimmt. Ach, wie schön. Ja, die Folge ist halt bisschen nicht so actionreich. Ich habe auch nur noch knapp 4 Minuten. Ja, dann würde ich doch mal sagen, könnt ihr ein bisschen tratschen. Dass ihr nicht alle wieder weghaut. Abhaut, er gesagt. Und ich dachte, wir packen schon mal in der April ihr Inventar alle Bilder, die wir halt abnehmen können. Lass mich mal gucken. Hier, genau, dass wir die schon mal reinpacken. Weil wir möchten ja nichts vergessen. Ich habe nämlich da, als wir das letzte Mal umgebaut haben, wo das andere Haus platziert worden ist, habe ich nämlich leider ein Bild vergessen. Von der Emmy, wo sie als Kind war und als Kleinkind, glaube ich. Und die fehlen mir halt jetzt einfach. Finde ich nicht so geil, aber okay. So, Emmy. Dann müssen wir bei dir hier das alles einpacken. Das können wir verkaufen. Deine Bilder brauchen wir. Die Regale mache ich dann auch noch ab. Hier deine Muschel, das Herz, deine Karte. Das haben wir noch was von dir hier. Ich glaube nicht. So, wir gucken jetzt hier nochmal. Deine ganzen gemalten Bilder nehmen wir natürlich mit. Ach Gott. Ja, hier habe ich noch ein neues Bild hingehangen. Diesmal in Alltagskleidung, wo man den Babybauch sieht. Fand ich voll schick. Ist noch irgendwo ein Bild? Da Lucy ihre Postkarten. Nehmen wir mit. Ich packe das jetzt gerade alles in der Emmy ihr Inventar. Haben wir hier noch was? Nee, glaube nicht, oder? Ja, unsere Pflanzen packe ich dann noch in den Baumodus und auch bestimmte Möbel, habe ich gesagt, dass wir die mitnehmen. Wie die Regale. Und was habe ich gesagt, was noch mit dem? Genau, die Bilder müssen wir alle mitnehmen. Den Rest kann man eigentlich verkaufen. Weil das andere Haus erfährt. Unsere Bienchen nehmen wir auf jeden Fall mit. Da führt kein Ding vorbei, nur halt unsere ganzen Blümchen. Ah, jetzt ist gleich Nahrungsspende. Ach, wie cool. Jetzt gehen wir doch einmal drauf, bevor die Folge zu Ende ist und gucken. Ah, guck mal, die müssen sich ganz richtig kennen, okay. Ja, wo ist denn jetzt? Da ist der Ben. Geht es jetzt bei dir auch? Test die Test. Nee, bei dir nicht. Ja, unterhältst du dich nicht bei den anderen? Du Stoffel, ey. Ja, ja. Die kann man. Ey. Man geht nicht, okay. Ja, ich bin sehr gespannt, was du zu dem neuen Haus sagst. Ah, ihr teilt euch jetzt Bilder. Gut. Und wo ist der Rest jetzt hin? Die Yuki sitzt da, der Leo ist da. Ja. Was macht der Leo? Hier, Emmy, dann kannst du mal hier ein bisschen über Interessen reden, nach Tag fragen,
Tag verschönern, über warme Temperaturen reden, über Akne beschweren, wenn du möchtest. So, April, du hast Hunger, dann würde ich doch mal sagen, nimmst du dir hier einen Rest? Shane hat noch keinen Hunger, der muss aber dringend mal pieseln. Also, trinkt jetzt auch, aber er kann dann auch mal hier duschen. Der sieht cool aus. Das sieht schon süß aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, ich krieg die gar nicht alle drauf. Was ist denn das für ein Mist? Sagt mir mal, was ihr von den beiden haltet. Ich finde, die beiden sehen sehr süß aus. Okay, die Ellie ist jetzt gerade gegangen. Und der Ben auch. Heißt, die Yuki ist noch da. Oder? Yuki? Hm. Emmy, den kannst du aber dann mal wieder aufräumen. Also über die Eltern beschweren ist nicht drinne. Ihre Eltern ja supi sind. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Oh, hast du Auerbauch? Ja, dann hier, bitteschön, mein Schatz. Kriegst du Auerbauch. Und dann kannst du den wegräumen. Ja, schreib mir mal gerne in die Kommentare. Hä? Kommst du da jetzt nicht dran oder was? Eieieiei. Ja, Emmy, dann würde ich sagen, machst du mal deine Hausaufgaben. Ganz wichtig. Und Mama, du solltest dir doch hier was zu essen holen, meine Liebe. Und kommt sie jetzt hergeschwommen oder schwimmt sie immer noch rum? Wir lassen sie einfach mal. Jetzt hat sie ja die Zeit rein, theoretisch, deshalb darf sie jetzt das nachholen. Ja, gerne nochmal alles an Babynamen, was du weißt, für Mädchen oder Junge, reinschreiben. Ich freue mich über jeden Namen. Ich habe mir natürlich auch ein paar ausgesucht und überlegt. Und jetzt muss ich kurz gucken. Was war denn das jetzt? Alles tut weh. Ja, mein Schatz, das glaube ich dir aufs Wort, dass das weh tut. So, dann würde ich sagen, kannst du dir auch einen Rest nehmen. Die Nahrungsspende sagen wir jetzt ab. Und dann darf der Shane auch, würde ich sagen, schon schlafen gehen, weil immerhin muss er morgen arbeiten. Ich mache das so abhängig, ob wir ihn aktiv begleiten. Würde ich natürlich super gerne machen. Vielleicht machen wir es auch. Lass dich überraschen. Und ja, ich packe jetzt alles noch ein, was wir für den Hausbau brauchen. Werde dann die ihre Sachen noch machen lassen, rausschicken und dann den Umbau machen. Und dann bin ich sehr gespannt, was du zu dem neuen Haus sagst. Wie gesagt, Haushaltsbudget setze ich runter, weil sie kriegen ja durch ihre Pflanzen eine Menge ein. Der Shane geht jetzt arbeiten und ich denke, da reicht das vollkommen aus. Die brauchen da nicht zigtausende von Simoleons auf dem Haushaltskonto. Das ist unlogisch, finde ich. Aber okay, das ist meine persönliche Meinung. Ja, dann hoffe ich trotzdem, dass dir die Folge gefallen hat. Auch wenn jetzt nicht so groß spektakuläres was vorgefallen ist. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Und dann habt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Tschüss.